Ein paar Wochen lang beherbergt das Dach des Schwechater Rathauses einen Bienenstock. Die Kinder vom Kindergarten Regenbogen durften die Bienen besuchen und allerhand Wissenswertes über sie erfahren. Zum Schluss gab's noch eine Honig- und Honig-Gummibärenverkostung. Die kleinen Besucher waren sichtlich begeistert. Seit wann haben Sie den Bienenstock hier am Dach? Seit dem 31. Mai haben wir Bienen am Rathausdach. Und warum? Weil wir den Bienen unterstützend eine Chance geben wollten, in der Stadt auch tätig zu sein. Weil man ja aus den Medien weiß, die Biene muss unbedingt geschützt werden, muss erhalten werden. Und das haben wir hier eigentlich nachvollziehen wollen, weil ich weiß nicht, ob Sie es aus den Medien vielleicht kennen, in Paris oder auch bei uns in Wien auf der Staatsoper am Dach, auch im allgemeinen Krankenhaus, gibt es auf den Dächern Bienenstöcke. Und wir haben gesagt, wir ziehen einfach nach, das machen wir auch. Das ist dieses urbane Stadtimkern und das wollten wir hier einfach ins Leben rufen, haben wir gemacht. Wir haben selber mit der Imkerei begonnen und haben Spaß und Freude daran. Und wenn die jungen Leute auch Interesse haben und Freude haben, unterstützt uns umso mehr. Und jetzt sieht man schon, dass das Interesse sehr groß ist, weil wir waren, glaube ich, einmal in der Zeitung damit und es haben sich schon 3 oder 4 Schulklassen und Kindergärten angemeldet, dass sie sich das gern anschauen wollen. Die Bienen sind für die ganze Welt lebenswichtig eigentlich. Ohne Bienen heißt es ja immer, könnten wir nur ein paar Jahre überleben, weil es dann keine Blüten mehr bestäubt würden, keine Früchte mehr wachsen. Also sind für die Ernährung enorm wichtig. Seit wann haben Sie diesen Bienenstock hier? Seit ein paar Wochen, dank Martina Breuer und Jürgen Peter, 2 Mitarbeiterinnen der Stadtgemeinde Schwechat, die privat imkern. Und ich finde das ganz toll, dass wir jetzt am Rathaus auch einen Bienenstock haben. Warum ist das so wichtig, dass die Kinder das schon von Anfang an lernen über die Bienen, über die Wichtigkeit der Bienen? Weil die Biene ja wirklich ein wahnsinnig wichtiges Tier ist. Die Frau Vizebürgermeisterin hat es zuerst schon gesagt. Wenn es die Biene mal nicht mehr gibt, gibt es allalong auch keine bestäubten Blumen, Blüten mehr, kein Obst mehr. Also die Biene ist unheimlich wichtig. Das wollen wir den Kindern vermitteln. Genauso wie man halt Umweltschutz vermittelt, wollen wir vermitteln, das ist ein schützenswertes Tier. Man braucht keine Angst davor zu haben. Und allalong gibt es auch noch den süßen Honig. Hast du schon Honig heute gekostet? Nein. Willst du noch einen kosten? Ja. Und was steht da bei euch am Tisch? Willst du das mal herzeigen? Gummibärli. Und aus was sind die? Aus Honig. Und die sind gut? Mhm. Da rundherum gibt es ja zuerst die Kastanien, dann die Lindenblüte ist derzeit. Also da kommt schon etwas zusammen und das Interesse für Bienen zu wecken, das finde ich auch sehr wichtig, vor allem für die Kleinen, auch die Furcht ein bisschen zu nehmen. Bienen, die stechen auf jeden Fall, wenn man sich richtig verhält, die Bienen nicht bedroht in Bedrängnis bringt, dann ist das ganz was anderes. Und Sie machen das auch privat? Wir haben privat begonnen zu imkern. Ja, mit Jahresbeginn haben wir uns entschlossen, wir werden uns jetzt um die Biene kümmern und haben mit der Imkerei begonnen, besuchen laufend Kurse, haben da schon sehr viel gemacht. Und aber natürlich Learning by Doing direkt am Stock, besser geht's nicht. Wie wichtig ist Biodiversität der Stadt Schwechat? Das ist uns selbstverständlich sehr wichtig. Wir versuchen einfach ein bisschen innovativ umzugehen mit der Thematik. Unter anderem sind wir jetzt seit neuestem eine Fairtrade-Gemeinde. Das heißt, wir legen schon großen Wert darauf, dass die Erhaltung der Natur und der Schutz der Tiere wirklich gelebt wird bei uns.